Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich erstmal hier unten hingucken sollte. Böse Dinge poltern durch die Nacht, aber keiner poltert heftiger als Minsk. Ja, ist gut, Minsk. Weil eigentlich müsste ich dafür hier nochmal rumlatschen. Ja, das können wir später noch machen. Keine große. Wir wollen ja erst bei den Druidenheide erreichen, nachdem uns die ganzen... Was ist das? Eingang zu Adrats Hütte. Also der Ogerturm hat uns nicht gereicht. Wir finden daneben noch eine Hütte. Die sogar recht cool aussieht. Und hier ist ein Weg aus Pilzen. Nett. Also ja. Gut, dann gucken wir doch mal in diese Hütte rein. Da ist natürlich Adrata. Na, ihr seid aber alle große Männer. Talisa ist eigentlich eine Frau, aber auch gut. Ah, wenn das nicht ein niedlicher Mensch ist. Ihr kommt, um eine alte Freundin Welt zu besuchen, vielleicht wie viele andere, um sich an meinen Tränken zu laben, Warte, Talisa. Es ist mehr hier, als es den Anschein hat. Ich spüre das Böse, etwas entsetzlich Böses überall und insbesondere von der alten Frau. Was? Ihr habt nicht den Gestank eines Djinns an euch. Wie könnt ihr das wissen? Ihr seid Narren, wir werden euch verschlingen. Habt ihr einen Plan? Ja, was ist denn hier Böses? Oh, du bist mal wieder Itafer? Okay. Fragt nur, was immer ihr wünscht. Ja, wie heißt die Dinger nochmal? Jalal? Nein, ist sicher nicht. Okay, die sind übel, die Jungs. Nix da, wir verdrücken uns nach draußen. Ich bleib sicherlich nicht in der Giftwolke stehen und warte, dass das uns tötet. Ich warte auf euren Befehl. Vita. Deswegen heilen wir jetzt gerade mal ein bisschen hoch. In der Zwischenzeit klingt auch die doofe Giftwolke etwas ab. So, und wir können wieder rein. Euer Wunsch ist mein Begehr. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Ich bin bereit. Wo ist denn der Insektenschwarm? Insekten herbeirufen. Hier ist der Insektenschwarm. Ich tue dir weh, wenn es sein muss. Okay, der eine Rakshasa ist weg. Der ist auch weg. Was braucht? Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Yoshimo, guck mal, ob an der Kiste eine Falle ist. Jo, Stufenaufstieg bei Talisa. Yay. Das heißt, in den Einstellungen auf leicht. Dann Stufenaufstieg. Alle Rettungswürfe um 1 reduziert. ETW. Priesterzauber, zusätzliche Trefferpunkte. Und Sagenkunde um 1. Einverstanden. So, das heißt, das geht wieder nach oben. Und Priesterzauber.
Das ist die Frage, was packe ich da rein? Rindenhaut? Bei Geisterhammer bringt uns nichts mehr. Ah, noch ein Gesang. Hier einmal Fluchbrechen oder nochmal Heilung? Oder nochmal Magie bannen. Einmal Fluchbrechen reicht, also. Heiliges Zerschmettern kann sie auch mal eins haben. Todesschutz oder die Genesung. Ein Schutz vor Lebenskraftentzug wäre nicht schlecht. Das haben wir alles, das haben wir alles. Und hier können wir noch nichts. Okay. Gut, waren ja auch nur drei Zauber. Ich warte, wurde aber auch Zeit. Stadt Minsk und jeder, wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Ein Kopf. Und ein Amulett. Ein Langschwert. Eine Stabschleuder. Ihr braucht meinen leichtfüßig und so. Beil und Bolzen. Okay. Ah, Minsk. Das ist der Kopf des Rakshasa Itafer. Kleriker stecken. Plus 3. Sie hat gerade einen Stabspeer. Also kriegt sie den Kleriker stecken. Schutzperidot gegen Drift. Ist immun gegen Gift. Besondere Fähigkeit. Ja. Das ist aber, nee, das ist keine Fähigkeit hier. Okay, dann behält sie das mal. Sie hat das Schildamulett. Er hat die Halskette Gestaltwahrung. Wo habe ich das jetzt hingelegt, das Teil? Da. Da du noch keine hast, Keldon, bist jetzt auch noch giftimmun. Machen wir dich mal giftimmun. So. Das kann weg. Säurepfeile identifizieren ist einfach. Feuerpfeile auch. Gewitterbolzen und beißende Bolzen. Okay. Fragt nur, was möchtet ihr? Damit wären wir hier drin schon mal fertig. Wahrscheinlich würden wir von den Djinns eine Aufgabe kriegen, die da zu töten, aber ich habe ja mit den Djinns nicht gesprochen. Oh, hi Pilzis. Sporenkolonien. Oh Gott. Mykonyden. Okay, wie machen wir das ab? Oh. Wo habe ich gespeichert? Sieht ganz nach hier aus, nachdem wir aus dem Gebäude gekommen sind. Ja. Da hatten wir unser Level up. Keine große Herausforderung. Ich meine, wir haben aus Versehen Zernd angegriffen und Zernd war da pisst auf uns und wenn wir Zernd töten, dann verschlechtert sich unser Ruf. Ja? Stirb, Kreatur, und nähre die Ebene. Oh, fein. Ich war.
So, die eine sind wir los. Und die zweite auch. Okay. So, und jetzt sind wir hier an dieser Stelle. Fragt nur, was immer ihr wünscht. Eure Untersuchungen waren von Erfolg gekrönt? Lasst uns das Ergebnis bewerten, um mögliche Lösungen für diese bedauerliche Situation zu finden. Sagt mir, was ihr über die örtlichen Druiden in Erfahrung bringen konntet. Wie äußert es sich, dass sie verdorben wurden? Ja, ich habe euch nichts zu erzählen. Noch nichts zu erzählen. Ich habe euch nichts zu erzählen, wir sollen uns gemeinsam erkundigen. Schließt euch mir an. Nein, wir wollen dich nicht in unserer Gruppe. Eine Frau, also wir sind voll besser gesagt, eine Frau namens Faltron hat die Herrschaft übernommen. Sie ist im Grunde ihres Herzens eine Schattendruidin. Könnten wir ja bereits mal sagen. Da verhält es sich so, wie ich befürchtet habe. Die Gewalt der Schattendruiden ist eine schändliche Missachtung der Natur. Und nun, da sie einen Fuß in der Tür haben, werden sie ihren Vormarsch nicht stoppen. Kennt ihr sie? Sie haben das Gleichgewicht zugunsten kriegerischer Aktionen aufgegeben. Sie glauben immer noch, sie folgten Mutter Erde, aber Blut ist nicht der passende Beitrag. Das muss ein Ende haben, bevor die Truppen von Handelstreff Rache üben. Der Blutzoll, den Bäume und Menschen gleichermaßen entrichten müssten, wären fürchterlich. Wir müssen im Namen der Tugend eine Herausforderung aussprechen. Unglücklicherweise darf nur einer Faltron herausfordern, der mit den Regeln der Druiden in Einklang lebt. Es ist unwahrscheinlich, dass sie den heiligen Bezirk des Druidenhains verlässt, und wenn sie sich erst einmal mit ihrer schützenden Magie umgeben hat, ist sie nahezu unverwundbar. Solch dunkle Rituale sind zutiefst verwerflich, aber Schattendruiden machen vor nichts Halt. Uns bleibt nur eine Möglichkeit, sie muss herausgefordert werden, aber das kann nur ein Druide tun. Ihr könntet sie herausfordern, schließlich seid ihr doch deswegen gekommen. Ja, Hira könnte sie herausfordern, sie ist eine äußerst entschlossene Dienerin der Natur. Ja, ich glaube, sie fühlte sich geehrt, wie es sich für einen Druiden gehört. Geht zur Faltron und stellt euch, danach wird sich alles klären. Wünscht ihr, dass ich euch ebenfalls begleite? Nein, wir kommen alleine zurecht. Hervorragend, ich harre hier in der Dunkelheit und warte bis zum Morgengrauen. Geht rasch. Ich warte. Dann sollten wir ja hier aber auf jeden Fall mal heilen. So, ja, Hira ist voll geheilt. Das heißt, wir können weitergehen. Mal Quicksave machen, sicherheitshalber. Ihr passt in diesen Wäldern besser auf, was ihr tut. Tod ein Feind der Natur. Im Faltrons Namen wird die Erde von Kreaturen wie euch gesäubert. Wo Schattendruiden gehen, soll Angst und Schrecken herrschen. Vergreift euch nicht an der Natur. Die Rache ist mein. Fürchtest etwas für Leute ohne Mist. Der Typ ist wirklich Klebstoff. Eure Stunde wird kommen. Die Natur nicht erleben, dass sie gab. Das sollte nicht sein. So, da das Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen Hammer gemacht hat. Gleichgewicht in allem, wie ich warte auf euren Befehl. Ihr zeigt mir, wo immer Minsk auch hinsteht. Böse, einen Schritt zur Seite. Flammenzunge. Tank der Stärke und eine Keule. Einmal identifizieren. Ja, der Trank der Stärke, der ist nicht so berauschend. Die Flammenzunge. Naja, die kann eigentlich auch verkauft werden. Die Keule ist Beißer. Also auch was verkauft werden kann.
Ich war natürlich. Eingang zum Druidenhain ist hier. Gucken wir uns hier draußen aber noch fertig um. Ich habe nämlich auch so das Gefühl, dass, dass wir für den Trollhügel noch eine Quest entweder hier im Druidenhain oder in Handelstreff kriegen werden. Ich habe ja gesagt, wir kümmern uns erst um das Tierproblem, bevor das Überhand nimmt und dass die Leute uns mehr vertrauen, als dass wir... Wenn es das ist, was ihr wollt,